Scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Freunde, alles ist erlaubt. Ihr könnt komplett alles machen. Scheißegal, wie viele Widersprüche. Scheißegal, gegen wie viele Werte es geht. Scheißegal, gegen irgendwas. Scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Alles ist erlaubt. Du darfst alles machen. Ich beobachte immer wieder, dass viele von euch sich in so einem selbstgebauten Gefängnis zusammenschließen. Hey, ich kann das nicht machen, weil was wird XY sonst denken? Hey, ich kann das nicht machen, weil was wird LinkedIn sonst denken? Hey, ich kann das nicht machen, weil was werden meine Insta-Follower schon denken? Hey, ich kann das nicht machen, weil was wird Koblenz schon denken? Was werden meine potenziellen Kunden schon denken? Was? Freunde, alles ist erlaubt. Ihr dürft alles machen. Scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Das ist wahre Hingabe. Wahre Hingabe zum Gefühl. Wie viel Gottvertrauen hast du? Zu wie viel kannst du deinem Gefühl bereits vertrauen? Das ist wahre Hingabe. Und wenn ihr einen Impuls bekommt, dann ist der Impuls zuerst im Körper und erst ein paar wenige Sekunden danach landet er bei euch im Verstand. Das heißt, wenn der Impuls bei euch bereits im Verstand angekommen ist, dann wart ihr bereits ein paar Sekunden zu spät. Das heißt, scheiß auf alles und mach, was du fühlst, ganz egal, woher dieser Impuls jetzt auch wirklich kommt. Kommt er jetzt aus dem Ego heraus? Kommt er jetzt aus dem Higher Self heraus? Kommt er jetzt aus irgendwelchen verwundeten Teilen von dir? Kommt er jetzt aus irgendwelchen Schattenanteilen von dir? Scheißegal, woher dieser Impuls kommt. Scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Scheiß auf die Analyse. Warum sagst du dir Scheiß auf die Analyse? Weil erstens, du hast überhaupt keine Ahnung, ob dieser Impuls jetzt gerade aus dem Higher Self kommt oder aus dem Ego oder aus den Schattenanteilen oder aus dem verwundbaren Selbst. Ist eigentlich eh alles Wayne, weil eh alles ein Teil von dir ist. Und solange dieser Impuls aus dir herauskommt, darfst du diesem Impuls folgen. Du hast eh keine Ahnung, ob das vom Higher Self kommt, vom Ego, vom Mond, weil die Sterne gerade irgendwie so komisch stehen oder weil dein Opa mal in der Vergangenheit irgendwie was gemacht hat und du jetzt schlechtes Karma hast oder du jetzt irgendwie da was gemacht hast oder was weiß ich, Alter. Du hast keine Ahnung, ob die Analyse, die du dir gibst, woher dieses kommt, ja, das kommt aus dem Ego, weil ich Anerkennung will. Ja, ich will jetzt hier, ich gehe jetzt nach Kolumbien, um ganz viele Frauen aufzureißen. Ja, natürlich, weil ich sonst nichts drauf habe. Ja, okay, aber vielleicht ist es auch deine Intuition, die sagt, geh nach Kolumbien, reiß ganz viele Frauen auf, weil du da die Frau deines Lebens finden wirst. Who knows? Ja, okay, ich will jetzt mein Business über den Haufen schmeißen und nach Thailand gehen und da irgendwie ganz viel Spaß am Strand haben. Ja, okay, dieser Teil, der muss ja sowas von aus dem Ego kommen, aus dem Schatten, weil das ist ja ganz, ganz schlimm. Ja, Alter, vielleicht kommt er auch aus dem Higher Self, weil du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche komischen wilden Leute in Thailand triffst und die dann auf einmal deine Best Friends werden und du auf einmal einen richtig geilen Circle um dich herum hast. Ja, vielleicht kommt es auch aus dem Higher Self. Und was ich damit sagen möchte, scheiß auf Analyse, weil du hast eh keine Ahnung, ob das jetzt aus dem Ego kommt, aus dem Higher Self oder ob das jetzt, was weiß ich, woher das kommt. Leb's einfach aus, leb diesen Impuls aus, geh diesen Impuls nach. Selbst wenn es dann ein verwundeter Anteil deiner selbst war, der dir gesagt hat, hey, geh nach Kolumbien und reiß die ganzen Big Booty Latinas auf, so what? Dann hast du auch diesen Teil ausgelebt. Und wenn du diesen Teil dann ausgelebt hast, dann kannst du ihn viel besser integrieren, beziehungsweise viel besser heilen, weil du ihn vorher immerhin ausgelebt hast. Freunde, den inneren Fuckboy, den kann man viel besser integrieren bzw. viel besser loslassen, wenn man vorher ausgelebt hat, Freunde. Und das heißt, scheißegal, woher dieser Impuls kommt, scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Alles ist erlaubt. Du kannst alles machen. Liberated Self, befreites Selbst. Die Leute wollen Freiheit, halten sich aber an 1000 verschiedenen Sachen fest. Wie willst du Freiheit haben, wenn du dich an 1000 verschiedenen Sachen festhältst? Scheiß auf Werte, scheiß auf Prinzipien, scheiß auf die Meinung anderer Leute, scheiß auf irgendwas anderes, scheiß auf deine Ziele, scheiß auf deine Pläne, scheiß auf alles, mach was du fühlst. Du darfst alles machen, solange du bereit bist, die Folgen deines Handelns zu tragen. Und wenn du bereit bist, die Folgen deines Handelns zu tragen, darfst du alles machen. Und dann würde ich dir empfehlen, alles, was du machst, zu ownen. Das heißt, wenn du von mir aus in den Sexclub gehst, dann owne das. Wenn du Ayahuasca nimmst, dann owne das. Wenn du nach Kolumbien gehst, um irgendwelche Big Bunny Latinas aufzureißen, dann owne das. Wenn du in irgendeiner Beziehung drin bist, nur wegen der Anerkennung von einer anderen Person, dann owne das. Dann steh dazu. Du kommst mit allem durch, wenn du alles ownst. Und wenn du bereit bist, die Folgen dafür zu tragen. Und dann bist du zum ersten Mal in deinem Leben, bist du wirklich befreit, hast du zum ersten Mal wirklich richtige Freiheit. Weil du brauchst keine Werte mehr, an denen du dich festhalten musst, weil du die vorher künstlich aufgestellt hast, weil irgendein Dude gesagt hat. Du brauchst keine künstlich aufgestellten Prinzipien mehr, du brauchst keine künstlich aufgestellten Ziele mehr, du brauchst gar nichts mehr von außen theoretisch, weil deine innere Autorität so stark ist, weil du gelernt hast, auf dein Gefühl zu hören und weil du weißt, dass das Gefühl nicht ohne Grund da ist und dass du diesem Gefühl gerne folgen darfst und du dieses Gefühl ausleben darfst. Und selbst wenn du dann durch deine 5 Traumata gehst, durch deine 5 Wunden, 5-mal durchs Ego gehst und irgendwie Sachen machst, nur weil du in der Kindheit zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hast, scheißegal. Dann leb diese Wunden voll aus, leb diese Traumata voll aus.
Weil wenn du sie ausgelebt hast, kannst du sie viel, 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 viel besser und schneller heilen. Und das ist wahre Hingabe. Hyperspeed in der Evolution, in der Entwicklung entsteht durch Kontrollverlust. Und der Kontrollverlust kommt zustande, was übrigens das Geilste auf der Welt ist, Kontrollverlust, weil du immer nicht, die ganzen Leute leben immer in der Kontrolle, ja, ich muss kontrollieren, ah, ich habe 1000 Variablen hier, Wetter, okay, 1000 Variablen muss ich kontrollieren, und dadurch bist du immer die ganze Zeit in so einem mathematischen Denken drin und kannst nie richtig loslassen, weil du die ganze Zeit versuchst zu kontrollieren. Aber wenn du endlich in den Kontrollverlust gehst, die Kontrolle loslässt, dich einfach deinem Gefühl hinlässt, hingibst, dann kontrolliert das Leben für dich, beziehungsweise dann managt das Leben, das Universum, Gott managt dann alles für dich und du kannst einfach so durchfließen. Und je mehr du auf alles scheißt und machst, was du fühlst, desto näher kommst du an deine Essenz ran. Desto mehr wirst du zu dem, was du wirklich bist. Desto mehr wirst du zu deinem Natural Selbst, zu deinem natürlichen Selbst, zu deinem Liberated Selbst, zu deinem befreiten Selbst. Und den größten Impact, den du hast in der Welt, ist, wenn du einfach nur radikal du selbst bist. Weil dadurch gibst du allen anderen Menschen um dich herum auch gleichzeitig die Erlaubnis, den Permission Slip, sie selbst zu sein. Weil die denken sich, hey, wenn der das machen darf, wenn der radikal sich selbst sein darf, dann darf ich das auch. Und dadurch hast du den größten Impact, wenn du radikal du selbst bist. Du bist am glücklichsten, du hast am meisten Liebe, du spürst am meisten Lebensfreude, du bist am erfülltesten, wenn du radikal du selbst bist. Und following your highest excitement, beziehungsweise scheiß auf alles und mach, was du fühlst, ist der Fast Track zu deiner Essenz. Ist der Fast Track, zu dem zu werden, was du in deiner Essenz wirklich bist. Zu deinem befreiten Selbst, zu deinem Liberated Self zu werden. Das heißt, scheiß auf die Analyse, scheiß auf jegliche Form von Werten, von Prinzipien, von Meinung anderer Leute, von irgendwas. Wenn du es fühlst, dann wird sich der liebe Gott dabei schon was gedacht haben, dass du dieses Gefühl hast. Und wenn du dann diese Erfahrung machst, dann ohne die Erfahrung. Ihr könnt so ziemlich jeden Einwand könnt ihr eliminieren, wenn es einfach owned. Hey, hey, XY, bist du irgendwie nach Kolumbien gegangen, um Big Buddha aufzureißen? Das ist ja voll aus dem Ego heraus. So what? Hey, du bist ja irgendwie nur in der Beziehung, weil du die Aufmerksamkeit von ihr willst und eigentlich liebst du sie gar nicht. So what? Hey, du machst ja die ganzen Sachen nur, weil du adrenalinisch bist. So what? Freunde, Hyperspeed in der Evolution, in der Entwicklung entsteht durch Kontrollverlust. Und vor dem Kontrollverlust haben extrem viele Leute Angst. Ich kann euch auch erklären, warum die Leute Angst haben. Weil die Leute wissen, dass wenn sie in den Kontrollverlust gehen würden, dass wenn sie sich komplett ihrem Gefühl hingeben würden, dass dann all ihre Dämonen zum Vorschein kommen würden. Und teilweise sind die Dämonen so stark, dass man sagen würde, hey, wenn ich meinem Gefühl folgen würde, dann hätte ich schon 20 Leute in die Fresse gehauen, dann hätte ich schon 20 Leute umgebracht, dann hätte ich schon 20 Leute vom Bus geschubst oder was. Und Alter, ich kann nicht meinem Gefühl folgen, weil sonst wäre ich schon längst fünfmal im Knast. Und ja, das kann gut und gerne sein. Und in diesem Fall empfehle ich dir, durch sanftere Methoden der Heilung, Breathwork, auch zum Beispiel Plant Medicine Zeremonien, aber generell auch trotzdem auf dein Gefühl zu hören, aber so zu dem Ausmaß, wie du gerade noch bereit bist, die Folgen deines Handelns zu tragen. Psychotherapie, all diese ganzen Sachen, da deine Dämonen quasi aufzuräumen, dadurch brauchst du halt ein bisschen länger, weil du nicht voll in die Hingabe gehen kannst, weil du sonst in den Knast landest. Aber wenn du dann an dem gewissen Punkt bist, wo du dann deine inneren Dämonen zu einem gewissen Grad aufgeräumt hast und wenn du dann voll in die Hingabe gehst und deine inneren Dämonen auslebst, dass du dann weißt, dass du nicht mehr in den Knast landest, dann kannst du finally voll in die Hingabe gehen. Und wenn du voll in der Hingabe bist, voll in den Kontrollverlust reingehst, auf alles scheißt und nur noch machst, was du fühlst, das ist ein Idealbild, ne? Also ihr könnt euch dem Idealbild annähern, desto schneller werdet ihr Karma auflösen, desto schneller werdet ihr Karma entschlüsseln und desto schneller wird ihr euer Bewusstsein steigen, eure Frequenz steigen und desto schneller werdet ihr in der Evolution vorankommen. Embrace your dark side, embrace deine dunkle Energie, embrace deine Dämonen. Lass sie rein zu dem Grad, wie du es gerade noch comfortable bist. Embrace your dark energy, weil wenn du deine dunkle Energie reinlässt zu dem gerade, wie du gerade noch comfortable bist, dann hast du finally die Dualität in dir akzeptiert. Anstatt deine Dämonen die ganze Zeit runterzudrücken, anstatt deine dunkle Energie die ganze Zeit runterzudrücken und so machen, als ob sie nicht da wäre. Lass sie rein zu dem gerade, wie du gerade noch comfortable bist und hast du finally die Dualität in dir akzeptiert. Und dann hast du so zwei extrem starke magnetische Pole in dir. Den positiven das Licht, das negative das Dunkel. Und durch die zwei Pole in dir entsteht eine enorme Spannung, entsteht ein enormes Energiefeld, entsteht eine enorme Frequenz, entsteht eine enorme Power. Weil du diesen Magnet in dir hast, diese zwei Pole in dir hast.
Und es kommt eine enorme, enorme, enorme Macht, eine enorme Power mit sich, wenn du deine dunkle Energy nicht mehr rejectest, sondern finally akzeptierst als Teil von dir und in dich hineinlässt. Dann bist du geisteskrank powerful. Deswegen embrace it. Zu dem Grad, wie du gerade noch comfortable bist. Scheiß auf alles und mach, was du fühlst. Alles ist erlaubt, solange du bereit bist, die Folgen deines Handels zu tragen. Ohne alles und Hyperspeed in der Evolution der Entwicklung entsteht durch Kontrollverlust. Und Kontrollverlust hast du, wenn du bedingungslos deinem Gefühl dich hingibst. Und das war's. Freunde, ganz, ganz viele Grüße aus den Anden in Kolumbien, in der Nähe von Medellin.